Als letztes schauen wir uns jetzt noch die Berichte an und kein System, das einem nicht wirklich tiefe Analysemöglichkeiten gibt, eignet sich, um damit wirklich Marketing oder auch Verkäufe zu analysieren und zu betreiben. Weil solange ich nicht kontrollieren kann, was funktioniert und was nicht, fliege ich letztlich immer blind. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, welche Arten von Berichten und was alles eigentlich möglich ist, wenn ich Active Campaign nutze, um mir im Endeffekt Analysemöglichkeiten zu geben. Und natürlich habe ich zuallererst hier mal alle Kampagnen. Das ist ein, wie gesagt, leerer Account. Ich habe hier keine Kampagnen versendet. Ich kann hier die Performance der Kampagnen ansehen lassen. Ich kann die Automationsberichte mir anzeigen lassen. Alle Automationen oder nur von Automationen, Zielberichte. Also wenn ich Ziele definiere, die ich erreichen möchte mit einer Kampagne, kann ich das auch hier ja, festlegen. Kontaktberichte, die ganzen, welche Top-Kontakte, da kann ich zum Beispiel Öffnungsraten und so ein Lead-Scoring nehmen, die öffnen Lesetrends, welche E-Mail-Klienten über einen gewissen Zeitraum verwendet werden, wo sich die Kontakte aufhalten, wie viel Tags wo vergeben werden. Zu Deals kann ich mir eine Übersicht geben lassen, ich kann mir den Trichter geben lassen, wie die Leute reinkommen in die verschiedenen Deal-Systeme und wie die ja, wie das Deal-System da passiert, in welcher Pipeline, wo wer sitzt. Aufgaben kann ich mir anzeigen lassen, Eigentümer, die Verkaufsperformance, wo ich sehen kann, welcher Mitarbeiter hat die meisten Abschlüsse und so weiter. All das lässt sich im Endeffekt hier auslesen und das sehr detailliert. Ich kann auch mir den Marketingumsatz zeigen lassen, wenn ich das zum Beispiel mit einem Shop verknüpft habe. Dann kann ich genau sehen, wie viel Umsatz ging auf welche Kampagne und welche E-Mail zurück. Und das alles lässt mir das System hier raus. Und ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Ich kann das jetzt hier nicht im Detail zeigen ohne Daten. Aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was mir die Berichte nicht anzeigen lassen konnte. Ich kann in einzelne, wenn hier Kampagnen versendet wurden, kann ich in die einzelnen E-Mails reingehen und mir im Endeffekt bei einer einzelnen E-Mail die E-Mail aufmachen und mir anzeigen lassen, auf welchen Link in der E-Mail geklickt wurde. Ich habe, wie gesagt, noch nie eine Metrik gerne gehabt, die mir Active Campaign nicht geben kann. Bei den Deals kann ich mir anzeigen lassen, welcher Mitarbeiter welche Quote an Deals hat. Ich kann Deal-Vorhersagen mir geben lassen, wie wahrscheinlich es ist, dass ich so und so viel Umsatz aufgrund von diesen und jenen Statistiken mache. All das gibt mir dieses Berichtesystem hier. Und bis jetzt habe ich noch keinen Bericht gefunden, den ich gerne gehabt hätte, den mir ActiveCampaign nicht liefern konnte. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.